Ich werde mit Hilfe verschiedener Aufgaben meinen aktuellen Fitnesszustand messen und die gleichen Übungen dann in einem Jahr nochmal machen, um zu gucken, ob und wie ich mich verbessert habe. Wir starten mit der ersten Übung. So lange hängen, wie es geht. Let's go! Ihr kennt bestimmt diese Videos, in denen Personen die gleichen Fragen ein Jahr später nochmal beantworten. Ich dachte mir, warum das Ganze nicht auch mit sportlichen Übungen machen? Das heißt, ich werde versuchen, in diesen 10 Disziplinen meinen persönlichen Rekord zu brechen und das Ganze genau in einem Jahr nochmal machen. Wie lange hänge ich schon? Ich kann nicht mehr. Meine Taktik bei dieser Übung ist, ab und zu meine Arme zu wechseln. Das sieht zwar absolut kacke aus, aber ist ultra effektiv. Probier das mal aus. Da ist ein Tier auf meiner Hand. Langsam wird es echt schwierig. Ey, du bringst mich zu lachen, wirklich. Ich hätte dich nicht als Kameramann mitnehmen dürfen. Ich mache dieses Video, weil ich die letzten Monate das Gefühl hatte, nicht mehr besser zu werden. Das Ganze hat mich extrem demotiviert. Doch dann habe ich mal angefangen, alte Trainingsvideos von mir anzuschauen und habe bemerkt, dass mein Gefühl mich komplett getäuscht hat. Wenn ich mir das angucke, merke ich, dass ich extrem krass besser geworden bin, ohne das Ganze zu bemerken. Also will ich mich jetzt nicht mehr auf mein Gefühl verlassen, sondern anhand klarer Daten analysieren können, wie stark ich mich verbessere. Deshalb mache ich dieses Video. Und zusätzlich werde ich meine Körpergröße messen, mich wiegen und meine aktuelle Form messen. Also bleibt dran, Leute. Ach, und lasst ein Like da. Wie lange schon? Sehr lange. Sehr lange. Konzentrieren, nicht nach der Zeit fragen. Einfach weiter durchziehen. Das ist das Einzige, auf was du dich gerade fokussieren musst. Ich rutsche. Willenskraft. Der Mann ist am Zittern. Das ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Ich kann wirklich nicht mehr. Das fängt schon mal gut an. Nächstes Jahr will ich 10 schaffen. Oh, es tut so Alter. Weh. Absolut rote Hände. Absolut dicke Oberarme. Also, dicke Oberarme habe ich zwar nicht, aber absolut pralle Unterarme. Und absolut pralle Eier auch. Alter. Ich kann nicht mehr die Kamera hochhalten, mein rechter Arm tut. Ich fordere jeden von euch dazu heraus, euch 5 Übungen aus diesem Video hier herauszusuchen, in denen ihr euch verbessern wollt. Diese noch heute zu machen und dann eure Leistung in die Kommentare zu schreiben. Wir machen jetzt weiter mit Standweitsprung. Ja, der Sprung war wieder kacke, das war von mir halt kacke gefilmt, aber willst du nochmal machen oder? Ah, das war gar nicht weit, glaube ich. Wir haben nachgemessen 2,47 Meter. Let's go zur nächsten Übung. Maximale Anzahl von Muscle-Ups. Let's go. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Muscle-Up geschafft habe, das war am Anfang von 2021. Yo. Ich habe einfach eine Nacht davor geträumt, dass ich einen Muscle-Up kann und dann hat es wirklich geklappt. 6 Stück. So, ich halte jetzt einmal... Oh, scheiße. Ich halte jetzt einmal fest, wie ich aussehe. Ohne krasse Lichteinstellung einfach, wie das Tageslicht hier reinkommt. Okay, ich probiere jetzt irgendwie das Licht richtig geil einzustellen. Mal gucken, ob das dann krasser aussieht. Yo, einfach komplett der Schatten anderer Mensch einfach. Ja, wie ihr seht, macht Licht extrem viel aus. Und fragt euch bitte nicht, was ich da mache. Ich habe probiert, irgendwie meine Muskeln krass anzuspannen. Auf jeden Fall ist in Social Media und vor allem bei Instagram sehr viel gefaked. Sehr viele Leute arbeiten mit Photoshop oder wissen einfach, wie man die Kamera so einstellt, dass es möglichst krass aussieht. Und wie ihr seht, das richtige Licht macht extrem viel aus. Also vergleicht euch nicht mit anderen, nur mit eurem zukünftigen Ich. Ich vergleiche mich mit mir in einem Jahr. Das ist wichtig, um zu messen, wie gute Fortschritte man macht. Aber sich mit anderen zu vergleichen ist Bullshit. Bevor wir jetzt zu meinen Körpermaßen, meinem Gewicht und meiner Größe kommen. Auf die Plätze. Fertig. 3 Milliarden Jahre später. Erstmal wieder ab zum Sportplatz. Der ist wirklich recht schnell. Los! Das war echt anstrengend. Ich bin sogar froh, dass ich fast mit Lukas mithalten konnte. Ich finde das geil, ja. Wenn ich mich selber bis kurz rauskratzen bringe. Alter. Wir Sportler sind so durch, Alter. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Wie gut ist meine Ausdauer und kann ich immer noch auf Händen laufen? Ich habe damals so ein YouTube-Video gemacht, in dem ich das Ganze erlernt habe. Und ich bin auch mal 35 Meter gelaufen. Was? Du Biest, Digga. Aber ob ich das jetzt schaffe, ich weiß auch nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das nämlich länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, das war gerade die 75 Meter Startlinie. Wir gehen mal gucken. Was heißt das jetzt? 20 Meter. Bin zufrieden.
Nächstes Jahr schaffe ich wieder 30. So, ich wiege... Tschüss, ich habe zugenommen. 65 Kilo auf 1,75. Jetzt nur noch Körpermaße messen. Ich frage mal meine Mutter, ob sie so ein Messgerät hat. Mama, hast du ein Messgerät, um meinen Bizeps zu messen? Nee. Meine Mutter war sichtlich verwirrt. Ich würde euch echt raten, auch eure Leistung zu tracken und vielleicht sogar dieses Video hier dafür zu nutzen. Macht einfach ein paar Übungen aus diesem Video, haltet eure Leistung in den Kommentaren fest. Und in einem Jahr können wir dann nochmal in die Kommentare gucken und sehen, wie krass wir uns als Community verbessert haben. Während ich ein Messband besorge, kommen wir erstmal zum Bankdrücken. Wie viel drücke ich als Lauch auf der Bank? Starten wir mit 40 Kilo. Ehrlich gesagt, das ist ziemlich dumm, direkt einen Rekord von sich selbst aufstellen zu wollen, wenn man diese Übung noch nie gemacht hat. Das Verletzungsrisiko ist ja jetzt natürlich ein bisschen höher. Trotzdem, 40 war easy. 50 gingen auch noch mehrere Wiederholungen. Und es geht hier einfach gerade darum, an sein Limit zu gehen. Ich mache jetzt 60. Ich hoffe, ich schaffe das. 60 ist jetzt schon fast mein eigenes Körpergewicht. Und wer das schafft zu drücken, ist schon mal heftig. Jawohl, geil, geschafft. Kommen wir zu 70. Schade, 70 leider nicht geschafft. Nächstes Jahr. Bevor wir gleich endlich zur absoluten Ausdauer-Challenge kommen, habe ich es tatsächlich geschafft, ein Maßband aufzutreiben. Hoffentlich geht das mit sowas. Ja, das war sehr umständlich, seine eigenen Maße zu messen. Krieg's nicht hin. Ich klebe das jetzt mit Tesa an meinen Bizeps. Oha, mein Bizepsumfang ist 42 cm. Spaß, 24. Nee, Real Talk, das waren 33 cm. Mal gucken, ob ich hier genauso bin. Das Band ist dann irgendwann gerissen und ich habe es einfach die Tage nochmal ohne Kamera gemacht. Hier meine Daten. So, als nächstes renne ich 1 Kilometer so schnell es geht. Ich würde sagen, es geht los. Die Ausdauer-Challenge. 1 Kilometer so schnell es geht klingt eigentlich voll basic und gar nicht schwierig. Aber vertraut mir, wenn ihr da mal wirklich an euer Limit geht, das ist so crazy. Du bist so ein guter Kameramann, ne? Eine Runde sind 400 Meter, das heißt, ich muss 2,5 Runden. Oh, ich muss pissen. Ich bin am Anfang extra nicht direkt losgesprintet. Denn wenn man das macht, kann man nach einer Minute nicht mehr. Aber irgendwie konnte ich so nach der ersten Bahn auch schon nicht mehr. Jetzt ist eine Bahn. Der schnellste Marathonläufer läuft übrigens mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 Minuten 54 pro Kilometer. Ich bin an dieser Stelle schon komplett zerstört und muss... Nur eine halbe Bahn. Da sieht man einfach, wie viel Luft noch nach oben ist bei den eigenen sportlichen Leistungen. Und ich kann an dieser Stelle einfach absolut gar nicht mehr, ich kann nicht mehr sprechen. Aber ich gebe nochmal Vollgas. Leute, kurzer Retalk. Ich will euch auf diesem Channel einfach inspirieren und motivieren. Ich will selbst das Beste aus meinem persönlichen Leben rausholen. Deshalb begleite ich das Ganze mit der Kamera, probiere euch dabei zu unterhalten. Und es ist wirklich noch so viel Luft nach oben bei uns allen. Macht einfach das Beste aus eurem Leben und lasst mal ein Like da für den Kameramann, der die ganze Zeit mitgejoggt ist. Maschine. Kein Plan, wie schnell ich war. Unter 4 Minuten auf jeden Fall. Sehr geil durchgezogen. Das Video ist auch schon ein bisschen älter und Teil 2 kommt. Wir sehen, wie viel sich in einem Jahr verändert hat.